Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, herzlich willkommen bei uns hier, Hafu Hai. Ja, wie immer bei mir dabei, mein guter Streaming-Kollege, der gute Impi. Hi, Abend, Impi. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir gehen heute mit euch mal ein bisschen, ja, sagen wir zurück in der Zeit. Der eine oder andere weiß es vielleicht, wir haben ja recht am Anfang Sniper Elite damals gespielt. Haben uns gedacht, nachdem jetzt so langsam auch der Fünfer ja mal wieder, oder nicht mal wieder, sondern nachdem der Fünfer jetzt ja seine Schatten vorauswirft, wollten wir mit euch einfach nochmal ein bisschen zurückgehen und jetzt nochmal den Sniper Elite 2 in der Remastered-Version spielen. Einfach um euch vielleicht auch ein bisschen so auf den neuen Teil mit einzustimmen. Und ja, einfach, weiß nicht, wie es dir geht, Impi, aber weil es eigentlich einfach immer Spaß macht, diese Reihe zu spielen. Ja, absolut. Also, ich kann auch nicht so meinen Finger drauf zeigen, aber es ist halt schon irgendwie echt cool. Es hebt sich halt von normalen Shootern ab, weil man halt primär mit Sniper Rifles spielt. Es ist cool. Ja. Also macht immer Spaß, wie du gesagt hast. Ja. Genau, nee, dann würde ich auch sagen, lass uns mal direkt in die erste Mission reinspringen. Wir sind blank, im Unterschied zum Dreier haben wir das hier, glaube ich, gar nicht gespielt bisher. Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Gunther Kreibel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. Schön, also diese Karte hier am Anfang finde ich zum Beispiel ganz nett. Ja. Finde ich jetzt so vom Dreier ehrlich gesagt nicht. Vier meinst du wahrscheinlich. Vier, sorry. Okay, Objectives hier. Welche Sniper-Rifle wollen wir denn? Können wir großartig auswählen? Ja, da sind schon ein paar dabei. Also von der Springfield, 43er, die Nagant natürlich. Der Garand wäre halt schon... Ja, SVT-40 wäre dabei, ne? Eine Garand wäre auch dabei, aber hey. Da muss man halt sagen, da sieht man jetzt halt auch schon wieder den Unterschied zu den späteren Teilen. In den späteren Teilen hast du halt einfach Werte, um zu vergleichen, was ist denn jetzt hier besser. Hier kann man halt sagen, ja cool, der Name spricht mich an, aber man soll nicht drauf zeigen, das ist besser, das könnte mehr sein. Was nimmst du? Im Zweifel für das japanische Gewehr. Ja. MP44 als Waffe. Ah, die Wellrod ist natürlich, ja. Komm, Wellrod it is. Type 99, MP44. Habt's auch viele Zahlen. Oh, gut. Die Wellrod ist Silence. Genau. Auch wenn sie sehr seltsam aussieht, aber hey, ich meine, zur Not nimmst du sie als Prügel. Ja, es hat. Sie sieht aus einfach wie ein Metallrohr. Ja, hat so ein bisschen was von diesen Schlagknüppeln, den die Briten haben oder hatten als die Polizisten damals. Ja, ein bisschen, ja, Startgame. Also keine Ahnung, was hier gut oder schlecht ist. Ich denke, wir werden das sehen. Ah, okay. Ein bisschen Unschärfe hätte ich vielleicht ausmachen sollen, ne? Los! Wer stöhnt da? Weiß ich nicht. Wie konnte man die Leute nochmal leise rausnehmen? Nee, ja, vielleicht. Ich hoffe, du kriegst ein Pop-Up dazu. Was war das? Nein. Feind gesichtet! So? Ja, das war wohl nicht. Ach, das war ganz silent. Bin mir sicher, das hat niemand gehört.
Ah, der da schon. Aber er sieht das anders. Warte mal. Funktioniert das hier? Nein, schade. Hier noch irgendwelche Bad Guys hier vorne. Fliegt hier eine Bombe? Klingt nur so. Ja. Oh. Hello, my friend. Und Huxer. Und irgendwo. Irgendwer hier. Ich sehe mal nichts. Also mal hier so ein bisschen von der rechten Seite entlang zu gehen. Könnte man seine Lunge noch mal leeren? E. Ja, das war kein Kopfschuss, sondern in den Nacken, aber okay. Also war so ein richtiger Nackenschlag gerade. Weiß nicht, siehst du meine Killcam eigentlich? Hatte ich gerade eben nicht, ne. Okay. Ich muss aber sagen, hier finde ich es im Vergleich zu den späteren Teilen echt irgendwie schwierig. Also ich finde die Umgebung hier einfach schwieriger. Weil es einfach nicht so eindeutig auszumachen ist, wo denn jetzt was ist. Also für mich können hier an jeder Ecke wirklich überall ein Gegner sein. Ja, ich glaube, das ist halt, weil das noch, man hat halt viele Quality of Life Sachen in den, hier ist zum Beispiel einer. In den Dreier reingebracht. Und die fehlen hier halt noch komplett. Gibt es keinen Nahkampf? Oh, ich bin der Meinung, ich habe das Tutorial hier mal gespielt und den gab es hier. Ich check mal kurz die Optionen ab. Ja, du zwingst mich auch in die Optionen zu schauen. Echt? Okay. Na, das ist ja blöd. Aber ich denke, das macht halt schon Sinn, dass wir das wissen. Ja, ich glaube, Nahkampf gibt es nicht. Oder habe ich es übersehen? Ne, ich glaube, es gibt es aber nicht. Ich sehe es gerade auch nicht. Ja, gut, dann. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es den gab. Aber okay, wenn das hier nicht steht. Können wir wieder raus, oder? Ja. Ich meine, müssen wir halt einfach mal probieren, ja, ne? Dann macht aber halt die Wildrot auch echt Sinn. Ah ja, jetzt muss ich auch. Ah, jetzt muss ich auf dich warten. Okay. Oder darf ich aber nicht hier lang? Wait. Ah. Willst du den da unten echt stehen lassen? Wen? Der Typ, der hier so alleine steht. Ja, wir müssen eh in die Richtung, glaube ich. Also ich kann hier nicht weiter. Hier hinten? Ja. Warte auf anderen Spieler. Ja, genau. Ach, man kann hier echt nur zu zweit lang. Okay. Looks like Mann. This. So, lass mal schauen, was haben wir hier hinten in dem Bad? Oh, der hätte auch mal spülen können hier. Irgendwas Verstecktes. Ja, ist im Klo. Schau mal rein. Mal kurz. So. Schau mal an, da haben wir doch drei Charlies. Was kommt denn da für eine Crew? Da sind noch ein paar mehr. Da ist noch mal einer. Da ist noch einer. Da sind ziemlich viele, ehrlich gesagt. Hast du geschossen? Ja, ich dachte, ich glaube, mach mal einen Ping. Oh. Dann, ui. Ich ping nochmal. Dann sollte ich mir wohl mal ein bisschen Deckung suchen. Würde ich sagen. Ah, der geht kein Bier trinken mehr. Komm. Wow, wie weit muss man hier vorhalten? Autsch. Ping! Also der Typ oben schießt ganz gut, muss ich sagen. Oh, da kommen ja noch mal welche.
Mann. Warum funktioniert mein Lungenlernen denn nicht? Ja, bei mir auch nicht so. Das macht's schwierig. Das macht's echt schwierig. Weil der Typ halt auch nur auf mich schaut. Gefühl. Oh, ich sehe deine Killcam. Ja, schön. Der war tödlich? Ich meine, okay, auf jeden Fall unangenehm, aber... Aua! Wer macht da? Ey, Junge! Ist hier in der Nähe von uns einer? Ja. Da drüben ist ein Maschinengewehr. Wo? Ja, ich hab's gerade rausgenommen. Kann ich mich hier aufmunitionieren? Nö. Direkt im anderen Haus stand einer. Okay. So, gibt's hier sonst noch was, das man sehen könnte? Ich hab noch mal rausgeschaut, ich hab nichts gesehen. Es läuft halt super smooth, muss ich sagen. Also. Ja. Definitiv. Ich meine, okay. Ich würde vom Gefühl her sagen, könnte vielleicht die Engine vom Vierer sein. Ja. Es ist halt ein bisschen schade, dass. Dass so ein paar Sachen halt nicht gehen wie. LKWs in die Luft jagen. Wer mich kennt, weiß, so Fahrzeuge müssen brennen. Mhm. Oder dann vielleicht auch Nahkampf nicht gehen. Aber okay, ich meine, es ist ein Remaster von der Version 2 Remaster, glaube ich, oder? Ich könnte ehrlich gesagt nicht mal sagen, von wann Sniper Elite 2 ist. Aber das Remaster ist von 2019. Aber klar, es ist halt ein Remaster, es ist kein Remake. Guten Tag, Flugzeug. Dementsprechend bleibt natürlich vom grundlegenden System her eigentlich alles gleich. Ja, da sieht man halt dann auch schön die Unterschiede. Wobei man sagen muss, das Grundkonzept ist halt wirklich identisch geblieben. Also es gab wohl, bisher muss ich sagen, sind es halt ein paar kleinere Updates oder halt ein paar kleinere Sachen, die sie drin hatten. Ja. Oh oh, Vorsicht, da ist einer. Wow. Nee, wolltest du sagen, wolltest du ihn noch bestehlen, bevor du ihn noch schießt, oder was? Ich habe doch überlegt, hinter ihn in Deckung zu gehen. So ihn als Deckung verwenden. Na, ich wollte gerade schauen, ob irgendwas aufploppt, dass ihn irgendwie vielleicht also, killen kann. Hätte mich echt gewundert, weil ich war vorhin auch echt super nah an einem dran. Und da kam nichts. Habe ich den mit der Weltrod wegbekommen von hier? Oh. Jo. Wohl ja, hörte sich so an. Also mein Ja war dir nicht klar genug, oder? Nö. Ja, wo war der andere? Schade, ich hatte gehofft, ich konnte seine Granate hochgehen lassen. Autsch. It wasn't me. Autsch. Da hab ich kassiert, ey. Oh, kann man nicht irgendwie... Oh, es gibt keinen Heal. Oh, interessant. Nee, du heilst dich, glaube ich, automatisch, wenn du... Das ist wie bei den Zombie-Teilen. Wenn du längere Zeit kein Damage nimmst, heilst du dich, glaube ich, automatisch. Ja gut, wie halt auch bei jedem modernen Shooter. Ja, hier sieht man halt gerade gar nichts. Als ob...
Willst du noch öfters auf den schießen, oder? Komm, ich erlöse ihn mal. Ich hab den anderen genommen. Da waren zwei da noch. Der ist noch nicht gerannt. Okay, ja, ich dachte schon, keine Ahnung. Nachdem der erste mal sich auf den Boden geworfen hat, dachte ich mir, da habe ich mehr Zeit drauf zu reagieren. Ich dachte schon, vielleicht schuldet er dir noch Geld und... Du ja, wolltest und ich will das noch abnehmen, so wie du vorhin bei dem einen. Ja, vielleicht wolltest du doch Kohle eintreiben, man. Ja. Who knows? Genau so sieht es nämlich aus. Dafür bin ich nämlich bekannt. Schuldeneintreiber Impi. Da glänzt. Ja, wahrscheinlich sollen wir die Charges da anbringen. Und wahrscheinlich sollen wir uns dann irgendwo hier positionieren, um uns das anzuschauen hier. Das funktioniert. Ja. Jetzt hätten wir uns vorher irgendwo sinnvoll positionieren sollen. Als ob wir das jemals in diesem Spiel wirklich gemacht hätten. Er weiß, dass du da bist. Hast du ihn gehört? Ja. Neid in der Lunge. Nein, das war was anderes. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie. Bisher werde ich so mit meiner Garen noch nicht so warm. Oh, ich bin eigentlich schon recht. Oh, hier hat es wohl auch einen Weg durchgegeben, ne? Das war dann wahrscheinlich der Stealthy Way. Ja, guten Tag, Sir. Ja, wer soll das mitgekriegt haben, bitte? Der ist links. Wir sind jetzt hier noch drapieren oder was? Ja. Ist hier noch irgendwo lang? Ach, hier muss doch irgendein Collectible geben, oder? Das ist man aber halt auch aus den neueren Teilen dann gewöhnt. Immer hinrennen, erstmal rumgrabbeln, ob man noch irgendwas findet. Irgendwas, was man mitnehmen kann. Missionsding, Collectibles oder so. Ja, hier gibt's auch Collectibles. Irgendwelche Weinflaschen oder sowas. Okay, wir sind von irgendwem gesehen worden vorhin. Oh, aua. Ja, du regelst das da, oder? Wo will denn das gesehen? Da drüben soll einer sein. Wo genau soll das sein? Als ob. Freundchen. Ich sehe nicht, aber okay. Riecht da oben auf dem Dach lang. Okay. Ach, kann man auch nicht runterspringen? Wir müssen jetzt eigentlich den ganzen Weg da runter, oder? Ja, du kannst wohl nicht die Sachen runterspringen, so wie es aussieht. Autsch. Aber durch Fenster und so kannst du springen. Okay, ja, nur. Das? Ja. Ja. Ja.
Lass das einfach mal so für sich stehen. Ja, ich sag dir schon immer, die Dinger müssen explodieren. Ach, jetzt müssen wir da hoch. Sehr schön. Ja. Als wenn das nicht ausgereicht hätte, dass wir da gerade oben sparen. Naja, wahrscheinlich weil der Konvoi jetzt halt kommt und wir sollen den Konvoi jetzt lahmlegen. Und vorher kam der halt noch nicht. Respektive, wir waren nicht gut genug aufgestellt. Weil der Sprengstoff da noch nicht lag. So ganz hoch, oder? Ne, müssen wir gar nicht, oder? Ah, doch. Ach, klar, hier kann man jetzt hochklettern. Ja, natürlich. Sagen, aber das sieht so ein bisschen aus wie, wie unser Bundeskanzler. Und jetzt machen sie das Natürlichste der Welt. Sie rennen einfach. Ich glaube, wir sollen den nicht killen, oder? Wie aufgescheuchte wieder rum. Doch. Die Ansage ist sehr eindeutig. Warum passierst du? Habe ich nicht. Also, habe ich nicht, weiß ich nicht. Spannend, also. Hör mal auf, hier rumzurennen, Freundchen. War natürlich auch ganz clever, dass wir jetzt hier oben sitzen. Wie so Täubchen. Oh. Ich glaube, wir sollten weg. Na, ich bin der Meinung, das ist, Ich glaube, diese leuchtenden Dinger, das sind die, auf die wir schießen sollten. Siehst du den? Ja. Gut, ich sehe ihn nicht. Aber ich krieg so viel Schaden, dass ich blätze. Ja, ich war gerade dran, den MG-Schützen zu kriegen. Ja, der hat mir nämlich gerade richtig hart unter Feuer genommen. Okay, Ragdoll-Effekt, super witzig. Ragdoll haben sie halt auch auf 12 hochgeschraubt. Okay, es reicht, wenn du einmal die Taste für die leere Lunge drückst hier und nicht gedrückt haltst. Hätten wir das vorher gewusst. Wo bist du? Hättest du es vorher gewusst, dann hätten wir 2 Kugeln verbraucht, oder? Ja, weniger auf jeden Fall, ne? Und keine einzige wäre auf ein menschliches Ziel gegangen. Ja. Na, wenn schon, denn schon. Der wird angegriffen. Krass. Will sonst noch einer was haben hier? Irgendwo ist noch einer. Sehen. Aber
Komm, das war jetzt nicht fair. Bist du heuer? Nee, ich glaube nicht. Mal nichts mit. Ich halte mal kurz mein Köpfchen raus. Hallo? Ja. Guten Tag. Während des Absturzes fast gestorben. Wow. Nö, schon kein. Oh, doch. Oh, da kommt ja die Nummer 2. Oh. Was ist denn hier in diesem Hinterhof? 2-for-1. 2-for-1. Z, schade. Habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Ja, die kamen gerade auf mich zugerannt, beide. Kann ich dich suchen? Ja, ja, kannst du ruhig machen. Bin mal schauen, ob da hinten irgendwo was ist. Oh, durchsuchen geht super schnell. Lass mich raten. 5 Sniper hier noch. Nicht? Jetzt ist die erste Mission. Ich wollte nur schauen, ob es hier noch irgendwo Gold oder sonst was gibt. Ja, muss es ja. Was habe ich gesehen? 10 Goldbarren und 2 Weinflaschen oder so. Und wir haben nichts davon gefunden. Ja. Ja, da war ich wohl zu nah am Punkt. Oh, kannst du 2 versteckte Kills? So viel gleich. Na, ich habe einen. Sehr schön. Ja. Ah, es ist instant wieder Sniper-Elite-Gefühl. Also es ist wirklich... Da ich jetzt wusste, wo die V2-Produktionsstätte war, glaubte ich fast am Ziel zu sein. Ich musste es nur hineinschaffen, die 3 restlichen Ziele eliminieren, den Ort in die Luft jagen und nach Hause gehen. Ganz einfach. Ja, ganz einfach, ne? Okay. Stimmt. Ja, ich muss da sagen, gefühlt bei, weiß nicht, FIFA oder so, beschweren sich die Leute häufig, ja, ist ja immer wieder das Gleiche. Aber ich meine, wenn es halt funktioniert, warum sollte man es ändern? Ich will hier das Gleiche. Ich meine, das ist die Wahrheit. Ich möchte das Spiel so. Mit ein paar netten Sachen dazu. Also ich wäre ready. Dort ist die Garand jetzt das letzte Mal, oder? Ja. Ich probiere jetzt mal die Springfield aus. Garand war nicht so meins. Ja, komm, ich nehme mal die Nagant. Nehme mal die russische Waffe. Also die 99 war ganz nett. Also ich kann starten, oder? Ja, ja, ich bin schon auch auf ready. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob du ready machen musst oder ob ich das dann start. Also ich muss... möchte eins noch schnell machen. Ich weiß nicht, ob ich das hier einstellen kann. Ich weiß. Achso, du hast jetzt pausiert. Okay. Ich wollte schon sagen. Jetzt war ich mir nämlich, also jetzt war ich mir sehr sicher, dass ich nichts gemacht habe. Okay. Ich bin schon auch verstärkt vom Bullet-Effekt. Aber es gibt noch nicht diesen Stealth-Modus hier, oder? Diesen. Nein. Was? Das ist. Du hast ja ein Geräusch und dementsprechend. Na. Was? Okay. Ich glaube, doch, ihn gibt es. Also, ich meine, du kannst Steine werfen, insofern. Das würde halt keinen Sinn machen, wenn die nicht drauf reagieren würden. Okay, das ist echt. Hast du den oben gerade weggemacht? Ja. Also das ist halt echt super ätzend, dieser Lautsprecher. Ist halt wahrscheinlich das Ding, wo du halt lautlos schießen kannst. Ja, ja, hast du rechts oben, siehst du ja die, das ja. Laute Ding da. So, dann kann ich jetzt von hier aus gerade mal ganz gut eigentlich spotten. Da ist einer. Das ist ein MG, das kann man nicht markieren. Ah,
Gibt's hier was? Da oben jemand? Nö. Warum? Als ob da einfach ein Stuhl steht. Okay, was man natürlich probieren könnte, wäre erstmal den aus dem Turm rauszunehmen, ne? Ja, würde Sinn machen. Machst du? Ja, kann ich machen. Ich habe, glaube ich, alle gescoutet, die ich sehe. Ja. Boah, die Zeit ist aber halt echt knapp mit dem Ding, ne? Ja. Ich sehe aber auch nicht, wie man das jetzt hier schaffen sollte, ohne dass man alarmiert. Beides hier drüben. Ja, wahrscheinlich gibt es hier drüben irgendwo eine Möglichkeit rumzugehen. Was? Hat mich jemand gesehen? Weiß nicht. Also zumindest ist mal kurzfristig aufgepoppt, als wenn da jemand. Okay. Ja, das ist leider echt super nervig, das Geräusch. Du kannst hier bei mir an der Seite zum Beispiel vorbei. Also hier kannst du recht weit laufen. Was ist das da hinten? Okay, jetzt war es gerade permanent laut. Oh. Wir haben Goldbarren, der im Klo lag. Aber jetzt bewegt der Typ sich ja weg oder sieht den irgendwer? Wir haben den halt 100 Personen. Also den, der da hinten patrouilliert, könntest du jetzt wahrscheinlich gut rausnehmen. Hm. Ach komm, Sven, der überlebt hat. Okay. Ist, glaube ich, vorbei. Ist, glaube ich, Action. Okay, jetzt ist der ganze Crew hier unterwegs. Er hat halt den Schuss überlebt. Das war halt frech. Jetzt habe ich ein leichtes Problem. Sind hier nämlich ein paar bei mir. Müssen gerade alle auf mich schießen, glaube ich. Bis auf den in der MG-Position. Im MG ist das noch einer. Nicht mehr. Die KI ist noch nicht ganz so gut, muss man sagen. Oh. Da auch einfach nochmal Gold rum, ne? Ja, ich habe auch schon 2 Barren. Okay, das ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass du einfach nur hingehst und nicht interagieren musst. Ja, ja. Fand ich auch strange. Okay, wie ist das passiert? Also gefühlt habe ich jetzt zum dritten Mal durch einen Gegner durchgeschossen. Ich glaube, du drückst auch nur einmal E, wenn du dran bist. Du musst es nicht halten, ja. Das muss sein. Dieser Trottel.
Ja, es war eine kindische Aktion. Ja. So. Kann ich hier einsteigen? Nein, schade. Chu-chu. Okay, ich habe irgendwoher 32 Kugeln für meine Springfield gekriegt. Okay. Ja. Dass die Schaden nicht machen? Ich hab das gesehen. Dass die nicht vorher schon aggro waren. Ja, da bin ich gerade auch erstaunt gewesen. Ich renn rein und auf einmal kommen die Dudes da. Oh, hier ist ein Goldbar. Ich mach hier durch. Waiting on other players. Alter, das ist aber richtig arschig hier, ey. Ja. Wird ein Abchecken, ob wir es vielleicht ein bisschen runterdrehen. Denn hier haben wir, glaube ich, vielleicht gerade ein bisschen Zeit. Also bei mir geht es vom Ton her. Es ist einfach nur nervig, dieses Ding. Aber wer hat es jetzt gespeichert? Hey. Das ist natürlich die Frage. Wenn wir jetzt hier rausgehen, patrouillieren hier gleich von links nach rechts Gegner und sehen uns instant. Da auf jeden Fall schon mal nicht. Vor uns. Viele. Zwei Minimum. Wie konnte man seine Ding nochmal ändern, verdammt. Was? Auf Stein wechseln. X. Weg irgendwie durch. Ich weiß nicht, was die andere Tafel. Vielleicht ist Y die andere. Ah, mit X kommt es auf jeden Fall in eine Richtung. Was war das? Was? Ich hoffe, du hast jetzt nicht zu mir hergeworfen. Das ist jetzt schlecht. Du solltest laufen. Warum wirfst du auch Stein, wenn ich dahin gehe? Ich dachte mir, vielleicht treffe ich den, der da vorne steht. Er versteckt sich irgendwo. Also, ob das halt immer noch klar geht. Okay, was ist das Problem? Da rannt noch ein paar. Hinter dem Container kommt einer, hinter dem Weißen. Alter. Gut, das Spiel verzeiht einem richtig viel. Ich habe das Gefühl, das ist bei den anderen Teilen schon anders. Excuse me, Sir. Kann ich meine Waffe bitte wieder haben? Dankeschön. Geht's hier nicht weiter? Da ist ein Sprengsatz, den ich angebracht habe. Danke für die Info. Also. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen früher. Hinter uns auch. Wo kommen die denn auf einmal her? Weiß ich auch nicht. Der steht noch. Endlich.
Ich meine, das ist dein Tunnel. Hören die Schüsse nicht oder denken die sich? Ich glaube, die spawnen erst. Der Typ war nämlich gerade eben nicht hier. Und wenn die halt noch nicht da sind. Hier bei mir ist gerade eben auch jemand gewesen. Ich weiß nicht, ob das. Nein, das ist nicht der, der zu dir rennt. Du wirst, glaube ich, gerade umlaufen. Ich bin down. Gut. Okay, wie komme ich zu dir? Hör mal auf zu schießen, Jung. Lieg schon am Boden. Oh, fuck. Also wenn du den mit MP halt so nah kommst, dann ist es schon echt schnell. Also das... Ja. Da verzeihen die dir wesentlich weniger als später. Das ging gerade übelst durch, ja. Ich dachte gerade, ehrlich gesagt... Aufteilen ist nicht unbedingt eine gute Idee. Hängen, mein Freund. Wo kommt die plötzlich alle her? Das ist halt echt krass. Das finde ich bei den anderen Teilen noch ein bisschen cooler, auch wenn es ziemlich martial natürlich ist. Oh. Dass du da zum Beispiel siehst, wo du ihn da noch triffst. Ja gut, das ist halt, du musst ja bedenken, dass der Teil halt vom Prinzip her schon eine Ecke älter ist. Dementsprechend wird es halt wahrscheinlich erst später dazugekommen sein. Ja, aber ich dachte, du hast hier auch schon den Punkt, dass du so Schädeleinschläge und sowas siehst. Eigentlich ist es halt schon frech, wenn du überlegst, dass das halt eigentlich so ein kleines Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel ist. Aber auf der anderen Seite, irgendwo macht es das halt schon ganz spaßig. Ich finde es super krass. Was ich kann vom Sound her nicht einschätzen, woher die Stimmen kommen. Hier muss doch ein Goldbarren geben, oder? Hinter dir sind zwei. Ich glaube, die sind gerade hier vorbei, aber... Boah, der andere. Oh, waren wir hier schon? Tatsächlich. Hätte nicht gedacht, dass wir hier waren. Oh, waiting for other players. Oh, geht's hier echt weiter, okay. Ja. Lass mal her jetzt gerade dich mal nicht Rambo machen. Ich glaube, hier können wir es gerade mal wieder ein bisschen ruhig machen. Ja, wir können oben lang, oder? Ja. Ist immer noch niemand. Jetzt grinst mich so an, dieses. Diese Flamme in dem gelben Dreieck. Vielleicht grenzt mich dann so eine Stielhandgranate auch mal an. Ich hab keine, ich hab schon geschaut. Aber ich glaube, hier ist niemand, oder? Gar nichts. Aber da hinten wird doch auf jeden Fall was sein, oder? Das wird wahrscheinlich alles nachher gleich spawnen. Ja. Wahrscheinlich wird das so ein James Bond-Moment werden. Ja, mit der Tunnel, da könnte unser Weg dann raus sein.
Karte vor von anderen Spieler. Die Wissenschaftler waren unauffindbar. Aber ich suchte weiter, in der Hoffnung, einen Anhaltspunkt zu finden. Au. Hast du da gerade für mich geschossen? Nein. Hast du ganz genau das gesehen? Ach komm, das wollte ich gerade hochgehen lassen. Okay, ist Kali halt. Das war nicht ich. Na komm. Typisch. Dann, wenn man aus der Deckung rausgeht, dann kommt natürlich einer. Also wir könnten hier lang. Richtung Tunnel wäre gerade okay. Ja, ich komm mal zu dir. Sturmtauben schießen da unten. Ja, das führt auch nur hierher. Und die wissen natürlich instant, wo wir sind. Because why not? Da war die andere Position besser, mein Freund. Ah, ich schieße der in den Codex. Ich kann nicht einfach runterspringen, klar. Oh oh, ich muss hier weg. Dann wird's eh wieder hier hoch. Wenn ich dann mal kurz abchecken, wo sie sind. Also im Liegen triffst du mit der Wildrot halt gar nichts. Dankeschön. Also übrigens ist es Leertaste, aber zeigt es als ziemlich verspätet an. Bitte was? Es ist die Leertaste zum Aufheben, aber zeigt es als ziemlich verspätet an. Oh. Okay, denen ist es hier noch gar nicht aufgefallen, dass Action ist. Königsdisziplin, Leute in den Rücken schießen. Waiting for us a player.
Das ist ein gutes Zeichen, die sie reden, oder? Jo. Das Feuer ist auch ein gutes Zeichen, oder? In your face hier, ey. Das da muss brennen. Genau, links und rechts noch Feuerwerk. Wird hier überlebt. Ohne Lunge leeren. Aber so ganz ein Gefühl, muss ich sagen, habe ich noch nicht hier für die Waffen. Ja, okay. Gelehrt hast du es benutzen. Also irgendwie muss ich sagen, ist es der Turret hier nicht. Machen wir denn? Hast du irgendwas rausgenommen hier oben? Einen. Okay. Ich dachte mir ja, okay, wenn du da oben bist, du nimmst die schon raus, die Jungs. Nee, ich hab überhaupt nur einen einzigen überhaupt mal gesehen. Und darauf? Ja, ich glaube, das müssen wir neu starten. Ja, also einfach vorrennen ist nicht so die gute Idee. Ich dachte halt, ja, okay, wenn du an dem Geschütz bist, dann das wird schon. Ich habe überhaupt nur zwei Leute gesehen, dass da plötzlich 10 stehen. Die haben sich halt nie gezeigt. Ja, das konnte ich ja nicht wissen, dass... Hört man? Warum man? Ach, alles auf. Geht eigentlich ganz gut. Wie viele hast du erwischt? 4. Hey, ich habe nur 3 gesehen. Du hast nur 4 erwischt. Oh, da kommen wieder welche. Hallo, kann ich das jetzt nochmal nehmen, bitte? Wow, okay, ich verblut. Okay, es ist teilweise schon ein bisschen laggy. Autsch. Also hat jetzt auch nicht direkt hier das Ding angenommen, obwohl ich auch mit der Leertaste drauf gedrückt habe. Hast du es gehört? Kannst dich gewinnen. Na, ja, das tut. Als ob ich jetzt hier nicht hochkomme. Das ist doch frech. Wer hat mich da hinten? Schön gesehen. Also ich sehe halt auch keinen gerade. Also hier schon noch einer, aber ich höre es nicht. Hey, also. Ich glaube links hinter dem Truck oder so. Hier oben. Stehen die wieder auf, oder? Bin mir nicht sicher. Das ist ja gerade die Zombie-Apokalypse. Ja, scheinbar. Müsste es aber sein. Ah, die haben keinen Tank.
Immerhin dieses Mal 4 Goldbarren. Jo, hat was. Kopfschüsse per Fernrohr, immerhin 2. Sehr schön. Jetzt improvisierte ich. Wir hatten keinerlei Informationen, dass Schweiger zu uns gehörte. Das machte aus ihm einen potenziellen Helfer. Ich musste ihn finden. Nur ein Problem. Berlin war keine Geisterstadt mehr. Die Roten waren durch die deutschen Linien gebrochen und eine Panzereinheit war auf dem Weg dorthin, wo Schweiger gefangen gehalten wurde. Die Deutschen leisteten auf der Museumsinsel Widerstand und ich ließ sie gern verrotten. Aber ihnen zu helfen, den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, war meine beste Chance, mir etwas Zeit zu verschaffen. Mein Plan war dreist, die Brücke mit einem Schuss vom Dach des Museums zu sprengen und die Panzer damit zum Anhalten zu zwingen. Dann könnte ich, während die Deutschen und die Russen es ausfechten, in die Stadt gehen und Schweiger holen. Okay, ich nehme diesmal die Karg 98K. Karabiner. Ja, ich lese gerade die Beschreibung, vielleicht hilft mir die. Ich muss ehrlich zugestehen, bisher muss ich sagen, die erste war für mich die beste, die 99er. Ich glaube, Low Muscle Velocity ist nicht das, was ich persönlich suche. Naja, ist halt, wie viele Schuss kannst du schnell hintereinander loslassen? Nee. Das wäre Rate of Fire. Das ist mir egal, da brauche ich nicht viel. Ja, aber... Beim Muscle. Was hast du als erstes? Die letzte. Type 99, ja, das klingt auch nach der, die für mich Sinn machen würde. Das Baum schon, ob wir nicht schon irgendwas direkt hinter uns haben. So, und erstmal scouten gehen hier. Ja. Schießt du schon, oder was? Nein. Ich hab gar nicht geschossen, aber ich werd beschossen. Oben auf dem Dach. 2. Aua. Okay, Spezi. Aua. Was du kannst, kann ich auch, ne? Stop. Glaub ich's dann hier. Ah, bin nicht erwischt. Oh, shit. Ich hab nicht genug Leid in der Lunge. Ah, du hast den Sniper, okay. Sehr gut. Müsste erstmal clean sein, würde ich sagen. Lief zwar nicht ganz so wie gewollt, aber hey. Ich fand's halt krass, dass wir direkt an der Feier waren. Ja. Sniper halt. Aber dass es die anderen halt auch gar nicht interessiert hat, dass wir da befeuert wurden. Na. Ich frag mich halt, ob jetzt zum Beispiel schon irgendwie Gegner also wieder da sein könnten. Ja, ich gerade frisch spawnen. Ich hatte gerade eine rote Ding hier. Ja, hab's gesehen. Ist doch irgendwo schon wieder ein Sniper. Ja. Okay, aber nix. Als ob. Das ist ja wohl frech hier. Gotcha. Nein, doch nicht. What? Der Flash kam doch von hier. Er ist schon weg, gerade haben ihn gerade eben rausgenommen. Ja, ich hab gerade noch mal was gesehen. Ach komm,
Als wenn ich den nicht ohne Zielfernrohr treffen kann mit der Waffe. Bleib mal kurz hier neben dran stehen. Ich kann einfach nur probieren, ob ich jemanden auch ohne Zielfernrohr killen kann, aber... Steuerung. Wenn du Steuerung drückst, hast du es nahe. Ah, okay. Alles andere, keine Ahnung, kannst du auch random irgendwo hinschießen. Macht keinen Unterschied. Der ist doch gerade eben gespawnt, der Typ. Ich bin in dem Moment, wo er gespawnt ist, markiert. Das erklärt das aber halt auch, warum manchmal plötzlich einfach Gegner da sind, wo halt einfach gar nichts vorher war. Wenn die halt einfach so random nachspawnen. Ja, also so ganz mit Silent haben wir es gerade nicht, ne? Ja. Oh, ein Goldbarren. Frage ist aber halt auch, ist das Spiel damals tatsächlich schon so drauf designt gewesen, dass es halt wirklich clean geht? Sonst gibt's hier nichts außer den Goldi. Ja, aber irgendwie müssen wir in die Richtung da. Weil hier hinten würde ich sagen, ist zu, oder? Oder können wir durch das Haus da? Eventuell können wir durch das Haus. Ja. Durchs Haus geht. Das Häuserkampf wechselt man lieber auf die Battle Rod. Erstmal Silent versuchen. Wenn das kein Beinkeller ist, dann weiß ich auch nicht. Hier sind welche. Ah, hier sind viele. Vier. Mindestens. Verteilen sich. Vorsicht. Zwei für eine Granate. Du regelst das da. All clean bisher. Der war noch nicht ganz tot. Ja, dass hier nichts ist. Der eine kriegt's gar nicht mit und der andere schießt schon instant. Als ob ich den verfehlen hätte können. Als ob er instant einfach weghechtet. Ja, irgendwo versteckt er sich. Ich weiß auch nicht, wo es sein könnte. Völlig verrückt. Ich häng hier. Jetzt. Hier ist Gold. Hey, ich habe so ein bisschen mein Mausproblem hier mit dem Spiel. Ja, manchmal ist zum Beispiel Drehen ist super schnell. Halt, Vorsicht, viele. Ach, der kriegt das jetzt aus dem anderen Raum mit. Ja. Ich meine, der andere Typ, der hinter dem einen gestanden ist, dachte sich so, der schuldet mir eh noch Geld, lass ihn, kill ihn ruhig. Und der hockt auf der anderen Seite eines Raumes und... Oh,
Die wurde aber gerade angeschossen. Ich gehe davon aus, dass er keine Selbstgespräche führt. Zwei Stück. Nimmst du den hinteren, ich den vorderen oder umgekehrt? Komm mal. Na, sag an. 3, 2, 1, Feuer. Ich habe nie mit der Wellroth Glück. Ich kann da schießen, wie ich möchte. Muss in Nagant 1891-31. Die Russen wissen, wie man ein Scharfschützengewehr herstellt. Nein, ich habe jetzt aber nicht die Nagant, oder? Also meine Type 99 liegt hier noch. Doch, ich habe eine Nagant, verdammt. Als ob die hier nirgendwo deine Waffe liegt. Wobei meine ist jetzt auch weg. Also meine Nagant ist jetzt weg. Ich will die nicht. Nein. Junge. Und er führt jetzt Selbstgespräche daraus. Ja, scheinbar. Gut, dass den vorher halt nicht interessiert hat, dass hier auch schon Leute liegen. Also ich werde nicht rausgehen, wenn du schon beschossen wirst. Ach du. Alles gut, alles gut. Da ist alles voll. Überall Sniper, alles. Also ich weiß er nicht. Was von Tontrauben schießen hier? Ey, die Nagant ist auf Entfernung halt eigentlich nur ziemlich mistig. Zumindest habe ich das Gefühl bei mir. Wer schießt denn da noch? Yo! Deswegen habe ich den vorhin nicht gesehen, wenn nur so ein Pixel rausschaut. Zack ins Gesicht, mein Freund. Ist hier irgendwas? Wusste ich doch, dass ich da was gesehen habe. Dass ich in irgendeinem Kellerbunker bin. Ja, läuft. Ja, man merkt schon so die Entwicklung von Schlauchleveln hin zu so mehr Open World. Es war rot, es hat geglänzt, ich musste drauf schießen. Wait. Warum hast du Pause? Habe ich nicht. Weiß ich nicht. Bin schon wieder im Pausemenü. Es ist. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Also, ich glaube auch nicht, dass ich es bin. Oder kann man irgendwie mit. Weiß nicht. Das ist die Klingel. Ja, ich bin mir sicher, die funktioniert hier noch. Kommt man da irgendwie hoch? Ja. Also ob ich jetzt auf den Absatz hier nicht mich hochziehen könnte. Weil da ein Tischbein im Weg steht. Ja.
Jetzt kommen gleich U-Boote, oder? Goldbarren. Bringen wir in der Zwischenzeit mal Sprengsätze an. Muss ich raten, Vantage Point ist auf der anderen Seite. Hier unten ist bestimmt was. Da oben ist auch was. Munition und Granaten. War ja sehr erfolgreich. Und ich verblute. Also, ich sag's mal so, da einfach hochzuhüpfen war nicht so die beste Idee. Da steht halt direkt am Rand einer. Ich wüsste halt gar nicht, wie ich den sonst gerade killen soll. Müssen wir erstmal schauen, wo wir rauskommen. Direkt hier an der linken Seite steht einer. Meinst du? Bei dir kommt er. Am Arsch, hier. Den Typ, der schläft. Ey, die Sau. Bei mir hat er sich direkt dazu. Oh, da ist einer hochgekommen. Na, Alarm. Ist direkt hochgesprungen. Der Typ gönnt sich nochmal ein Schlückchen aus seinem Fläschchen. Und dann schläft er halt ein. Oh, du hast halt rumgetrampelt wie ein Ochse. Warum komme ich hier nicht rüber? Lass den ruhig herkommen. Du kennst mir auch gar nichts, oder? Er schießt auf mich. Ja, da brauche ich dir nichts gönnen. Ach, die Stolperfalle hier. Hier ist doch bestimmt irgendwas dabei. Ja, als ob. Wo kommen die denn bitte immer? Vor dem müsste einer sein. Hier ist down. In dem Innenhof müsste mindestens einer noch sein.
Ich glaube nicht, dass hier einer ist. Vielleicht war es einer, der da direkt im Eingang lag. Oh, Goldbarren hier. Und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder in den Respawn reinlaufen. Man kann hier übrigens auch so einen... Oh! Sag ich doch. Man kann ja auch so einen Fallenkill machen, dass du einen umlegst und eine Mine reinsetzt. Ah. Okay. Als ob das jetzt nicht geht hier. Da sind zwei. Lautlos oder? Ja, lautlos. Dass die Entfernung könnte schwierig werden. Links oder rechts? Wohin nimmst du? Beide. Also brauchst du auch nicht mehr die Bell Rod nehmen. Ja, prima Ballerina hier. Waren das nicht mal Russen? Stand auch in der Missionsbeschreibung, dass sich die Deutschen und die Russen hier bekriegen. Wahrscheinlich waren draußen natürlich noch die Russen und hier drin sind die Deutschen. Das Bild habe ich von draußen schon gesehen hier. Die Lady. Wow. Zweite Mal ein Gedanke. Nö, ich habe nicht geschossen, aber das ist unwiederbringlich verlorene Kunst. Wer quakt hier eigentlich so? Weiß ich nicht, ich nicht. Quak, quak. Sind wir schon durch? Wobei, eigentlich ging es ja um Panzer, oder? Naja, der Muni hier. Oh, das müsste ich noch nicht durch. Body found. Snipe the bridge explosives. Die Frage ist, machst du es bevor die drüber sind oder sind während die drauf? Sie drauf sind? Ja, der erste. Danke, dass ich aufgestellt werde. Danke dafür. Weg. Ich kassiere gerade böse. Ja, das ist gerade überall hier ein kleines Problem, ne? Ja, absolut. Der wollte gerade in unsere Richtung schauen. Ja, da ist ein Sniper auf dem Dach drüben. Wo? Ich sehe ihn nicht. Erledigt. Schon Spezi. Ob jetzt dein Kollege anschießt, dass ich dich nicht mehr treffe. Freundchen. Ich mal, kannst du nach links gehen? Die Panzer kannst du, glaube ich, nicht mal abschießen. Ja, die Frage ist, ich habe gerade den Hinweis gekriegt, du kannst Fahrzeuge zerstellen, indem du auf die Fuel Caps schießt. Ja, ich glaube, dass den Hinweis. Ich
Ich glaube, damit war der Panzer gemeint, der da vorhin unterwegs war. Der da schon auf uns schießen wollte. Ja. Aber ich glaube, wir haben hier ziemlich gut aufgeräumt jetzt. Ja, irgendeiner hat noch gesprochen. Ja, gut. Einmal Muni nachtanken. Da kommen ein paar Boys. Klingt vertraut. Wie wär's mit hier raus? Oh. Ja, warte mal. Aua. Zack. Tod durch Achillesferse. Dann liegt Gold. Autsch. So, weiter geht's. Wir finden hier noch ein Bernsteinzimmer. Muss ich mir mal kurz erholen. Das Ding so. Mann, der gute Hans ist aber auch echt Schütze geworden, ey. Halleluja. Endlich habe ich mal getroffen hier. Ich treffe gerade gar nichts mehr. Ja, wird bei mir gerade besser. Aber davor war es halt echt grottig. Nee, ich habe echt mal versucht, ohne Ding zu treffen, aber irgendwie kriege ich auch meinen Heartbeat nicht runter. Ja. Ja, wir sind halt viel zu schnell eigentlich unterwegs dafür. Wir haben ja unten noch das Gold ab. Ich hab das hier schon funkeln gesehen. Tja, wo hier nicht überall Gold rumliegt, ne? Also ob jetzt hier irgendeiner dazukommt. Einer? Also ich gehe wieder zurück, also. Ah, ich verblute. Ja, ich weiß nicht, ob ich schaffe, dich da rauszuholen. Warte mal, ich versuch's. Also man muss drastisch drüber zielen. Hä? Warum treffe ich denn jetzt gar nichts? Hat auch irgendjemand eine MG-Vorstellung hier. Ja, einen erwischt. Hört sich aber nach dem zweiten jetzt noch an. Also müsste auf der linken Seite dann sein wahrscheinlich. Den an der rechten habe ich nämlich. Ja, ich sehe ihn aber. Ich sehe ihn halt nicht. Nice. Hast du? Ja. Noch mal irgendwo ein Sniper oder was unterwegs sehen. Ob man dann plötzlich auf mich switcht. Manchmal musst du es so drüber halten und dann musst du wieder on point auf ihn zielen. Ja.
Oh. Ah, war eine bittere Falle hier. Ja, wie er mich trifft, aber ich ihn nicht. Ob ich da nicht mich rausbeugen kann. Sag mal. Endlich. Mann, Mann, Mann. Sehr schön. Da die Roten und die Nazis sich auf der Museumsinsel gegenseitig die Scheiße aus den Ärschen prügelten, hatte ich mir etwas Zeit verschafft. Ich begab mich zum Opernplatz, wo Schweige gefangen gehalten wurde. Mein Auftrag war, ihn zu töten. Aber jetzt versuchte ich, seinen Arsch zu retten. Komisch, wie sich alles ändern kann. Mhm. Du sagst, die nägeln es nicht so. Ja, ich bin kein Fan davon. Ne? Also ich bleib jetzt bei der T-99. Ja. Die Japaner wissen halt, wie man ein Gewehr herstellt. Nur einer hier. Auf den Dächern niemand. Oh, da kommt noch ein zweiter gerade. Na. Bei dem nächsten Bombeneinschlag. Ja, ich bin mir unsicher. Es könnte halt, wenn das da dann direkt so eine Kreuzung ist, weil dann. Ja, gut. Bist du vorne oder hinten? Vorsicht, da ist noch mal einer. Ja. Und wenn, dann könntest du nur. Den nicht getroffen habe. Schade, ich hätte gehofft, ich hätte einen Durchschuss. Bad Guys im Anmarsch. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Oh, wer ruft da nach Hilfe? Hier wird es durchgehen. Geh mal kurz hier lang. Noch schade. Ich hätte ihm jetzt einfach eine Mine unter seinem Hintern gelegt. Schade, man könnte auch hier durch. Durch den Hinterhof. Wie sieht das so bei dir aus? Ich glaube, man kommt an der gleichen Stelle wieder raus, oder? Ja, wahrscheinlich. Also ich gehe eh davon aus, dass die Wege hier immer zusammenführen werden. Also ich bin hier auf irgendeinem Vorplatz. Ich bin jetzt auch schon da. Ein Typ nur. Das kommt mir spannend. Die anderen werden gleich wieder alle spawnen, weißt du.
Hat. Bist du nicht in dem Haus? Nö. Ich bin hier genau davor. Okay, ich dachte mit dem Hinterhof, dass du hier in dem Haus irgendwo rauskommst. Nö. Ich bin auch nicht durch den Hinterhof gegangen. Weil ich davon ausgehe, dass wir halt quasi den gleichen Weg nehmen müssen. Weil sonst käme halt wieder Wart auf deinen Partner hier. Mann, warum darf ich mich denn da nicht drüber lehnen, ey? Nee, nee, nee. So geht das aber nicht. Zu dir kommt einer hoch, glaube ich. Drei für einen. Oh. Ja, das war eigentlich nicht meine Absicht, eine Granate zu treffen, aber hey. Das geht doch. Ich dachte, das funktioniert. Ja, ich habe das jetzt zum sechsten Mal gemacht. Das kommt mir zwar nicht so vor, aber... Wie gesagt, ich finde diese Granate nicht mal. Hüfthöhe. Hüfthöhe, linke Seite. Wow, er schießt auf dich verfehlt, trifft mich. Wie so ein Streifschuss ab. Engel. Hinter uns, glaube ich. Einen zur Ablenkung und einen dann zum Kill. Kriege ich auch da dahinter. Ein Ping. Also ich sag's ja so, wie es ist, das ist eine echt nicht so geile Ecke hier. Also wenn wir hier in Feuergefecht geraten, haben wir ein Problem. Das Gefecht gerade eben war dir noch nicht feurig genug, oder? Bei dem Sniper oben, über unserem Ziel, eine Etage drüber, ist ein Goldbarren am Fenster. Der einfach weggeht. Oh, das sind zwei Snipers. Wo? Jetzt nur noch einer. Wenn du was ansagen kannst? Hier, genau, auf dem Gebäude, auf das du gerade schaust. Zweite und dritte Etage. Ja, einen habe ich auch und da oben auf dem Dach ist auch noch mal einer. Nicht mehr, aber gut. Okay. Du sagst, das ist ein Goldjunge? Na, hier ist ein Gold. Ne, das ist das falsche Haus, da wo unser Ziel ist. Aber hier drin wird es auch was geben, oder? Wenn es da schon. Aber da kommen wir nicht rein, oder? Weiß ich nicht. Also sieht nicht so aus. Oh. Ist zum Beispiel ein Goldbarren in der Karre. Oh, okay, cool. Ich hatte hier hinten an dem Auto ein. So, wo kommen wir da jetzt rein? Kein Sprit mehr in der Karre. Kommen hier wieder frische Gegner. Pass auf. Sag's dir. Habe ich dir gesagt. Jo. Hat doch gut funktioniert. Hat gerufen oder hat die Granate so gemacht? Die Granate hat Piu gemacht. Also, wäre witziger von den Soldaten noch so ein Soundeffekt zur Granate immer. Ich gesehen, so geht das. Erstmal reingehen, mit der Waffe rumballern und dann einfach die Granate werfen. Hat doch gut funktioniert. Ja, großartig. So ein Zoo hätte bei dir in die Leere gehen sollen. Ja. Wisst ihr, erstmal reingehen, schießen, Granate werfen. Das ist die krasse Taktik. Das, was sie da machen, das ist Kindergarten. Ist ja schön, was sie da machen, aber voll an der Realität vorbei, mein Freund. Ja.
Wahrscheinlich hätte er das zu deiner Taktik auch gesagt. Wahrscheinlich hätte er gefragt, was ist deine Granate? Na, ich weiß nicht. Kannten die sowas nicht? Explosivsachen kannten die doch auch. Ja, aber ich glaube, Granaten haben sie für die Kriegsführung noch nicht verwendet zu dem Zeitpunkt. Aber so Raketen, oder? Nee, ich glaube, Raketen waren maximal, wenn dann als Signalzeichen. Bisschen Goldbarren. Auf den schießen, der an dem Holzpflock steht? Mache schnell. Mach ich doch immer. Warum hat der eigentlich so einen Akzent hier? Mach ich doch immer. Ja, das hinterlässt eine Narbe, glaube ich. Erstmal ein bisschen Verwirrung stiften. Wie er sich die Waffe nimmt und einfach die anderen. Peng, peng. Du kümmerst dich da mal kurz drum, oder wenn ich abchecke, was ist. Nein, also. Da spawnen halt auf einmal zig Leute. Ich sehe halt nichts. Ich sehe auch nicht, auf wen der. Der steht da hinter einem Baum, oder? In dem Haus, ja. Jetzt sehen. Und da ist direkt der nächste. Alter, ist das so ein Pushback oder wie? Die drücken von hinten, der erste fällt um, der nächste wird vorgedrückt. Ich will auf ihn schießen. Also ich hab dir das Feuer schon mal auf mich gezogen. Aber sich genau dann wegdreht. Nackenschuss. Klassische Taktik. Also ich meine, jetzt wird es dann schwierig, ihm zu helfen. Der macht die Tür jetzt auf. Ja. Aber wir sehen halt hier jetzt auch nicht mehr gut. Wissen wir. Gegenüber am Haus. Und gleiche Höhe rechts davon, gleiche Position nochmal. Hä? Warum treffe ich den jetzt nicht? Keine Ahnung, aber du scheinst ihn nicht erwischt zu haben. Du hast mich weggeblockt, so wie es aussieht. Du hast meinen Schuss geblockt. Okay. Du bist raus. Ladescreen? Ja, du bist raus, angeblich.
Ich habe jetzt auch Ladescreen. Ja, Dito. Also bei mir stand dran, your partner's left the game. Nice. Oh, das kommt davon, wenn man versucht, dich zu retten. Jo. Blöd. Die Frage, wollen wir das nochmal machen oder wollen wir das dann halt schnell offscreen mal noch durchziehen? Nee, ich denke, wir können an der Stelle jetzt auch einen Cut machen. Es soll wohl einfach nicht weiter sein momentan. Ja. Wir sind ja recht gut vorangekommen, was da jetzt gerade war, keine Ahnung. Ja, und ich meine, wenn da jetzt noch großartig was kommt, was ich nicht denke, dann wenn wir das offscreen machen, vielleicht nochmal kurz mit aufnehmen und noch dann halt quasi irgendwo mit dranhängen. Genau, also ich glaube auch nicht mehr, dass viel kommt. Gut, ihr dann. In dem Sinne, das Spiel hat gesprochen. Wir folgen dem. Ja, aber, also ich muss sagen, bis auf das jetzt, wo wir auch nicht so wirklich wissen, was da jetzt passiert ist. Ich meine, es ist nicht gecrashed. Das ist eigentlich schon mal ganz gut, aber ja, irgendwie die Connection verloren, aber sonst lief es ja eigentlich doch sehr performant. Ja. Von dem her können wir uns da nicht beklagen. Ja. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich denke, wir werden das natürlich jetzt auch durchziehen, dass wir die Story einmal durchmachen. Ich finde, es spielt sich wirklich auch wie die neueren Teile, auch wenn es mehr oder weniger ein Remaster ist, aber ja, alles in allem ganz, ganz okay. Also ja. Man merkt im Spiel halt schon an, dass es etwas mehr Tage auf dem Buckel hat, weil die Level halt schon sehr schlauchartig sind. Ich meine, man hat jetzt hier mal hier und da irgendwo so einen Alternativweg, aber im Grunde genommen läuft es halt einen Schlauch entlang. Ja, da ist das Vierer natürlich deutlich besser, aber ja, ich meine, auch dafür, dass das Spiel halt einfach schon seine Tage auf dem Rücken hat, spielt sich trotzdem noch erstaunlich gut. Absolut, absolut. Ich meine, gut, klar, man muss jetzt natürlich sagen, dieses Remaster ist von 2019, also nicht so alt. Ja. Wobei ich behaupte, dass sie wahrscheinlich wirklich nur die Engine hochgeschraubt haben, ein bisschen grafisch aufpoliert. Das Konzept geht trotzdem noch gut auf. Ja. Ich wollte gerade so auf die Schnelle schauen, ob ich im Steam rausfinde, wann das Original released wurde, aber das steht da leider nicht drin. Ich glaube sogar irgendwas 2011 rum. Kann sogar gut sein, ja. Die sind sogar richtig alt, die Spiele, ja. Ja, und das ist ja dann auch eher so die Zeit, wo so Schlauchlevel halt auch noch üblich waren. Ja. Insofern ist das jetzt kein Kritikpunkt, sondern das war halt damals so. Genau, gut, ja, aber ich glaube, dann lassen wir es an der Stelle hier bewenden. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es kommen schon wieder so diese Vibes von Snipe Elite direkt rein. Absolut. Und bin direkt auch wieder angefixt. Freue mich auch wahnsinnig jetzt schon wieder auf den fünften Teil, wenn man das so mitbekommt, was es da Neues gibt und wie es da funktioniert. Und freue mich da halt wahnsinnig drauf, dass man da auch wieder ein bisschen mehr auch Stealth mit unterwegs sein kann dann. Ja. Auch wenn ich natürlich eher derjenige bin, der viel in die Luft sprengt und viel schießt, aber so das eine oder andere schnell durchmarschieren, Stealthy ist doch ganz nice. Ja, und schau mal, was die nächste Zeit da noch so auf uns zukommt. Ja. Genau, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Samstagabend noch und würden uns natürlich freuen, wenn wir uns am Mittwoch dann wieder sehen. Und wie immer in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.